So, liebe Leute, es geht halt wieder ein bisschen weiter mit GTA. Wir sind wieder am Start. Tatsächlich zu dritt, weil unser eigentlich neuer Mann. Hallo, hast du auf mich anzubumsen hier? Das ist nicht mein Part. War tatsächlich dabei. Also, ich weiß, es war dabei. Er sollte dabei sein. Ist dann am Ende jetzt gerade tatsächlich doch uns wieder verlassen. Das heißt, wir sind aktuell nur zu dritt. Also, auf diesem Wege. Wir suchen uns tatsächlich einen vierten zuverlässigen Mann oder eine zuverlässige Frau, die vorzugsweise sonntags morgens mit uns zusammen aufnimmt. Natürlich ist die Zeit noch immer ein bisschen verhandelbar, aber wir sind halt vorzugsweise sonntags morgens online. Die Bock hat zum Beispiel die Heists mitzumachen oder halt normale Missionen. So. Oder sogar mehr Leute für gemeinsame Deathmatches. Genau, und da kann man auch immer noch sagen, ob das passt dann irgendwie, ob wir die Leute in die Crew einladen. Das wären gewisse Leute, also wirklich so. Pff, 3 bis 5 Leute vielleicht noch zusätzlich, also zumindest wäre gut, erstmal einen zu haben, damit wir überhaupt mit dem Thema Heist mal weiterkommen. Das werden wir nämlich heute auch wieder nicht schaffen, da wir halt nur zu dritt sind. Und bei Heist-Mission spiele ich sehr ungern mit einem Random. Ja, da weißt du nämlich nie, was du kriegst. Das ist mir dann irgendwann so wichtig. Da wollte ich schon gerne einen vierten Mann dabei haben. Den hatten wir, aber der ist leider jetzt raus. Der zweite, der uns jetzt mittlerweile verlassen hat. Also nun mal kurz um unsere Entschuldigung, wir wissen nicht, was Sache ist, weil er ist uns unserer WhatsApp-Gruppe rausgegangen, er hat mich blockiert bei WhatsApp, ohne irgendwas zu sagen, wir wissen nicht, was Sache ist, wo es gepasst hat oder wo es nicht gepasst hat, wissen wir nicht, keine Ahnung. Also es liegt nicht, dass wir uns irgendwie verkracht hätten oder sonst irgendwas, es ist keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Sache ist. So, okay, gut, dann starten Sie mal, bitte. Ja, und was? Es war noch nicht geklärt, was? Haben wir noch von dem Valentinstag-Special, haben wir da noch eine Mission offen? Weil das war, glaube ich, 7 hatten wir insgesamt. Wir haben bis 6 gemacht. Ich kann gucken. Ist ja super. Ansonsten machen wir mal, gucken wir, dass wir vielleicht, wenn wir irgendwie Bestie nochmal machen, oder steht's da? So als mein Vorschlag. Ich weiß nicht, worauf Yvonne Bock hat, aber jetzt sagt die beiden, hey, ich will heute mal ein bisschen Rennen fahren. Yvonne! Du bist so leise. Du kannst ja auch gehen, du kannst ja auch Dinge vorschlagen müssen, ja nicht immer nur wir sein, sind ja alle gleichgestellt. Ich soll nur ausrichten von Thomas, wenn er einen vierten Mann braucht, er ist gerne dabei, aber der Markus soll sich entschuldigen. Nein. Wie gesagt, von meiner Seite, auch mir ist es persönlich Wurst, ob er dabei ist, aber wenn einer sagt, der möchte den nicht mit dabei haben, weil es einfach nicht passt, dann hat sich das Thema sowieso eh erledigt. Und ich entschuldige mich auch nicht, wüsste nicht für was. Wie gesagt, das sind Dinge halt auch intern ein bisschen vorgefallen und so, das. Aber, naja. Okay, wie gesagt, anderes Thema. Kurz zum Thema, jetzt ein bisschen auf Socken. Nur, dass ihr da mal kurz eine Info dazu habt, wie es momentan ein bisschen steht. Ja, die Missionen sind heute offen, die wir so gut machen könnten, aber müssen wir das Vorbereitungskaufen fahren. Hast du noch genug Kohle? Nee, das ist das Problem. Warte, ich hätte wie viel braucht man dafür ein Geld? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch ungefähr 400 irgendwas 1000. 420.000 habe ich, also muss man nur mal. Wie gesagt, wir können auch die Mission machen, klar, wenn du da irgendwie Bock drauf hast, ist klar. Ach, hier ist sogar gerade eine Mission, die offen sind. So, ich lade euch mal ein hier. Ja. Ist das der Tod und Scheide? Ja, ich wollte gerade sagen, der letzte Teil der Valentinstags-Reihe Special. Teil Nummer 7. Ich fand die ziemlich lustig, wenn ich ehrlich bin. Also ich fand die wirklich witzig. Es ist halt nur die Frage, ob jetzt auch Leute reinkommen. Normalerweise stürmen die Sachen immer nur, weil es hier 3x AP oder sowas gibt. Ja, stimmt. Das sind jetzt keine. Wir sind wieder jetzt in einer anderen Aufnahmesession. Also letzte Folge war von der alten Aufnahmesession. Jetzt sind wir wieder quasi ein paar Tage später an der neuen. Hä? Ich wurde komplett rausgeschmissen hier und irgendwas entdeckt. Okay. Dann lade ich dich nochmal ein. Ja, mach das mal bitte gerade kurz. Ansonsten mache ich auch nochmal. Also eingeladen ist sie schon. Ja.
Da ist irgendwas mit immer wieder reingekommen. Okay. Okay. Bist du beigetreten, Baby? Nee, ich bin nicht mehr gültig gewesen. Aber die. Jetzt warte mal, ich lade. Jetzt lade ich meinen. Freundesliste. Das ist. Ja, aber es sieht schon sehr danach aus, wenn hier eh keiner reinkommt. So, ich habe jetzt auch nochmal eine rausgeschickt. Ja, das ist jetzt das Problem, ne? Wie gesagt, beim letzten Mal gab es halt diese dreifache Erfahrungspunkte und dreifach Geld und da sind sie natürlich alle rein. Ja, wir sind jetzt aktuell bei den Formel-1-Rennen in GTA. Irgendwie kommt bei mir keine Einladung an. Bei mir steht aber, du bist eingeladen. Ich habe dir nämlich gerade nochmal eine geschickt. Bei mir steht auch eingeladen. Okay, jetzt löse ich das, aber ich krieg keine Benachrichtigung, ne, Kobus? Okay. Jetzt, wunderbar. Wenn wir noch einen weiteren Spieler hätten, dann könnte man das ja noch machen, ne? Ja, klar, einen bräuchten wir auf alle Fälle noch. Keine Ahnung, ja, wer ist eine offene Dings-Lobby? Ja. Ich hoffe, dass auch noch mal ein paar Leute kommen. Jetzt wäre schön, wenn dann müssen wir nicht ewig in der Lobby suchen, warten. Wie gesagt, sonst müssen wir halt was anderes probieren. Ja. Sieht wie gesagt nicht danach aus, wenn die jetzt hier kommen wollen. Soll ich was anderes probieren? Ja. Sonst hatte noch mal was anderes, genau. Sonst gehen wir gleich mal in die offene Lobby und laden einfach die Leute aus der Lobby ein. Ja. Wenn die Leute aber keinen Bock haben, haben sie keinen Bock. Das ist nee, alles gut. Also wir hätten es euch gerne gezeigt. Ich fand den Modus wirklich sehr, sehr witzig. Also ich glaube, das habt ihr auch beim Zuschauen gemerkt. Ja, der war lustig, aber die sind halt die Leute, meisten Leute hier in GTA sind nur noch geil auf diese extra... Ja, extra RP und was auch Geld. Immer. Ja gut, ich kann es irgendwo verstehen. Ich glaube, das ist auch viel, viel der Reiz dabei, ne? Sag ja, deswegen... Arena Wars könnten wir auch mal machen. Die sind auch ganz lustig. Was auch witzig ist eigentlich, diese sind die Sumo-Dinger. Ja, kann ich ja mal anmachen. Ja, mach mal. Da geht's nämlich darum, du bist auf dem Gebäude oder auf der Plattform. Ich kenn das, ja. Nee, ich meine, Baby, ich weiß, kennst du die Sumo-Reihe? Die Gegnermodus? Yvonne? Nein. Da geht's darum, du bist auf der Plattform oder im Haus oder was auch immer und musst dir gerne mit Autos da runterschubsen, mit dem Auto da runterschubsen. Also wie Sumo-Ring ist es halt quasi. G'day, Boss. So. Uiuiui. Ich hoffe, dass da jetzt vielleicht ein paar kommen. So. Hier sind auch schon welche drin. Bist du ein Host? Nee, scheiße, Sitzung wird gestartet. Muss ich auch wieder rausgehen. Okay. Warte, ich geh gleich wieder raus und such was Neues. Warte, sonst geh ich mal rein. Was Neues suchen. Jobs. Halt. So, online. Jobs zum Spielen von Rockstar erstellt. King of the Hill. Ich müsste auch mal machen hier. Es sind so viele Mode, also wir haben ja so viele Dinger noch hier offen. Wir können noch vieles machen auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, Gegnermodus hast du halt ohne Ende offen. Wie gesagt, Sumo heißen die Dinger, ne? Deadline, Dogfight, Entourage, extra ein. Die jede Kugel zählt, ist auch ganz witzig. Wo du, glaube ich, nur eine Kugel im Lauf hast, ne? Und das ist zwei. Instant Kill. Zwei Schrotflintenkugeln. Ja, und dann ansonsten nur noch Handfeuer, also was heißt Handfeuerwaffen, Axt und Messer und so. Oder ja. Nur anderem, glaube ich, in einer das Mission bei Michael im Haus bist und so.
Ja, der Modus, den fand ich schon immer geil. Fand ich ein bisschen schade, dass das halt immer halt nur 4 Maps gibt dafür. So, warte mal gerade kurz. Ich gucke gerade, ob ich noch einen habe. Hast du schon noch was eingeladen? Nee, ich bin ja gerade erst wieder raus. Achso, ja, ich bin schon Staffellauf, Russeljack, Running Back, Schlitzer, Slasher, Slipstream, Sumo hier. So, ich guck mal, ob ich jetzt irgendwie da den Job aufgemacht bekomme. Mal kurz an meinem Energy-Ding nüffeln. Nüffeln. Was? Ja, süffeln war es gemeint. Ich habe übrigens eine Lobby offen, wo ich quasi Host bin. Ja, dann lad ein. Ja, Einladungen sind raus. Warte, soll noch nicht raus. Jetzt. So, Gasteinladung machen wir, Spielereinladung machen wir an. Und Spiel. Ich kann ja wählen die Option, ich kann ja Schnellstart machen, ne? Normalerweise müssten da ja dann. Da müssten ja noch außer uns welche noch dazukommen, ne? Na, Schnellstart ist einfach nur, dass der alle einlädt, die er so finden kann. Ja, ja, eben, wollte gerade sagen, ich warte jetzt, bis du da bist und dann müsste der eigentlich. Sumo Remix, ich habe das normale Sumo versucht. Naja, ist egal, wie wir es machen. Ich mach mal, lass mal einen Schnellstart durchlaufen. Und ja, die Spielersuche ist uns offen. Also, für den Fall, dass. Muss da vielleicht ein paar Leute kommen. Na cool. So, auf jeden Fall wird einige eingeladen. Da kommt eine ganze Liste gerade. Dauert jetzt, wie gesagt, einen kleinen Moment. Genau, ich mache mir mein Handy jetzt auf lautlos, für den Fall, dass irgendwas ist. Meins ist schon auf lautlos. Ja, ja, das. Ich habe den Thomas immer gesehen. Es sind nur wir drei. Ja, schade. Es ist schade, aber es ist nicht änderbar. So, oranges Team. Gibt es nicht noch mehr Teams? Ernsthaft? Ihr seid jetzt alle zusammen in einem Team? Ja. Gab's das nicht mal mit mehreren Teams? Ja, natürlich, aber weil das ist. Kann man nicht irgendwie jeder ein einziges Team machen, quasi? Denn, ja, das eigentlich ging das schon mal. Beim normalen ging das mal so. Ah, zum Kotzen. Weil ich fahre jetzt quasi alleine gegen euch. Ja. Willst du trotzdem starten? Oder? Ja, zeigen wir es einfach mal. Es ist ja okay, alles gut, ist halt so. Nicht änderbar. Du musst danach das normale starten. Das geht ja, auch. Ich gucke gleich nochmal rein. Glaube ich. Ich muss mir einfach mal den Modus jetzt gerade angucken. Ich kann den Remix-Modus tatsächlich davon nicht. Puh. Begib dich zur Sicherheitszone. Warte mal. Ne, ist doch nicht so. Jeder Spieler, ach, es geht darum, dass man einen Spieler rausnehmen muss. Wobei das jetzt gerade unfair ist. Weil mit 2 gegen 1 ist das ein bisschen unfair. Ich weiß gar nicht, wie das andere hieß mit dem richtig vom Dach runterschieben. Da gab es auch eins. Ja, das ist was anderes, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Das ist halt die Aufgabe. Du musst halt die Fahrzeuge da irgendwie runterschieben, einen anderen. Ich dachte, ich mach was. Hammer von mir.
Ernsthaft? Ja, gut, das hast du gewonnen. Aber wie gesagt, gegen 2 gegen 1 ist es ein bisschen unfair. Ich weiß nicht, wie viele Runden hast du eingestellt? 2, glaube ich, oder so. Ich glaube 2. Ja, sonst spielen wir gleich was anderes. Wenn wir halt wirklich nur zu dritt bleiben, ist ein bisschen schade, aber ist halt dann nicht änderbar. So, dann probieren wir mal den Teil nochmal. Genau, zweite Runde. Jetzt komme ich die gleiche Map. Erst die gleiche Map. Wunderbar. Ist vorne wegen Untätigkeit rausgeflogen, rausgeschmissen wirst, alles klar. 2,5 Minuten hatte ich noch Zeit. Sucht dir mal was anderes, sucht dir mal ein anderes Hobby. Leute, schon wieder! Weißt du was? Sehr knapp an der Kulpe vorbei. Mhm. Ich bin nur kurz auf die Toilette. Ja. So. Glück gehabt. Also das muss halt mit mehreren wirklich spielen. Sondern irgendwie mit mehreren Teams, weil jetzt wie gesagt 1 gegen 2. In der vollen Lobby ist das hier sau lustig. Ja, wenn halt mal einer hast, mal gucken, kann man das einmal hinkriegen. Schade, ich hatte schon so weit auf dem Dach. So. Ja, ich kenne auch zum Beispiel, wo diese Zone wandert. Diese Sicherheitszone wandert. Nein, das war zu schnell. Da wollte er nicht mehr bremsen. Du hast doch keine Bremsen. Zu deiner Info. Ja doch, du hast schon Bremsen. Du kamst noch nicht zum Stehen. Ich wollte Markus eigentlich schön runterschieben. Der war, stand nämlich schön da. Hier stand nämlich, sie haben keine Bremsen. Okay. Die Handbremse war ja deaktiviert. Ah, ärgerlich. Ja, gut. Ja. Machen wir nochmal, wenn wir hoffentlich ein bisschen mehr Leute sind. Aber sonst eigentlich ganz witzig. Aber ich dachte, du musst es halt mit mehreren Leuten spielen. So. Gut. Das sind nur die ganzen Remix-Dinger, okay. Ja, mal freien Modus, wollte ich gerade sagen. Mal ein bisschen Missionchen mal. Also, wenn wir wirklich jetzt zu dritt bleiben, müssen wir halt Einzelmodus machen. Ja, also nochmal, bist du noch in der Aufnahme, oder? Ich bin noch in der Aufnahme hier, ja. Ja, also Leute, brauchen wirklich unbedingt ein paar Leute, hier, um mal ein bisschen was Lustiges auf die Beine zu stellen. Ja, zur Not auch mal ein paar Challenges oder sowas, einfach mal ein bisschen Zeugs machen. Ja, einfach mal ein bisschen Spaß haben, nicht immer nur so todernst irgendwelche krassen Gangster-Missionen machen, sondern auch mal was Lustiges. Ach, also bitte meldet euch. Ich finde die krassen Gangster-Missionen, glaube ich, auch ziemlich witzig.
Ach mein Gott, selbst wenn wir uns mal ein bisschen anzicken in manchen Missionen und alles rum und dran, das ist dann meistens immer nur Spaß. Das ist dann wenig später ja, wieder vergessen. Nein, aber ich finde es halt auch schön, mal was anderes zu machen. Das ist immer nur Überfälle. Ja, klar. Ja, mir geht's um die. Nee, ich will die Überfälle einfach nur abschließen. Ich will das Thema dann irgendwann mal zur Seite legen. Ich meine, jeder hat sie schon tausendmal gespielt, jeder hat sie schon tausendmal gesehen, aber es geht mir einfach um von mich persönlich und meine Vollständigkeit, mit euch das Thema einfach mal abzuschließen. So, warte, was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben einen öffentlichen Server, okay. Ich bin noch im Ladebildschirm. So, mache ich mal meine Aufnahme hier zu.